Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Das ist das Special Road to Cologne. Das Special zur Retrobörse in Köln. Und ich dachte mir einfach mal, kombinierst du Elemente, die jeder kennt. Und zwar nimmst du den C64, den kennt jeder. Und nimmst du den Atari, den kennt auch jeder. Und deswegen zeigst du jetzt mal Atari-Soft-Spiele auf dem C64. Und da gab es eine Menge. Das ist ein 10-teiliges Special. Und ich lasse mir dann auch mal für die Leute was einfallen, die als erstes die Titel nennen, die nicht in diesem Special vorkommen. Wenn ihr jetzt einfach blind ratet, jetzt in Folge 1, dann disqualifiziere ich euch. Also ihr müsst schön auf Folge 10 warten und dann gucken wir uns das an. Ja, Centipede, Arcade-Legende von Ed Long und Donna Bailey. Ich glaube, Arcade 1980 schlagt mich. Ich glaube, es kennt jeder und es geht darum, mit diesem kleinen, wie soll ich es mal sagen, Wesen, dem, ja, Centipede, halt den 100-Füßler, und es ist kein 1000-Füßler, weil das ist dann Millipede, abzuwehren. So, und dann kann man diese Pilze wegschießen für Punkte, dann kommen gleich noch Spinnen und andere Tiere, und darum geht's eigentlich nur. Und ich glaube, es gibt, ja gut, es gibt, glaube ich, eine Version auf dem Tiger Gamecom, aber es gibt keine, glaube ich, keine richtig grottige Version von Centipede. Uah, jetzt vermehren die sie wieder. Ah, ich kriege mich schon platt. Okay, das war natürlich klar. Das heißt, jedes Mal, wenn er irgendwie schießt, dann gehen die natürlich auch nach unten. Aber das ist eins der, ja, ich sag mal wirklich Meilensteine der Arcade-Geschichte. Ich finde die C64-Version witzigerweise gar nicht so wahnsinnig gut. Ich bin mal gespannt, wie ich das bei den anderen Versionen sehe. Ich weiß ja, was da noch kommt, und da weiß ich, dass ich das ein oder andere Game auf dem C64 deutlich besser erwartet habe. Das ist ja auch so. Es wirkt ein bisschen, wenn ich sagen will, holprig ist das noch nett formuliert. Es wirkt so ein bisschen, tja, sehr laggy. Und da würde ich sagen, so war es auf dem Atari nicht, geschweige denn auf den anderen Plattformen, wo ich das schon mal gezockt habe. Centipede auf dem Arcade habe ich tatsächlich auch nur auf irgendeiner Messe oder so gezockt. Ich glaube, das war bei irgendeiner Gamescom. Im Original habe ich das auch nicht mehr zocken dürfen. Ja. Ich schieße aber auch wie Captain Fertigfuchs oder so. Uah. Aber trotzdem, ganz lustig. Und hier nochmal ein Dank an den Robin aus den Netherlands, der mir das hier fertig gemacht hat, der tatsächlich hier mir zwei Compilations zusammengebaut hat, wo ich dann noch fauler sein kann, um die zu zeigen. Das ist einmal die Compilation und eine andere Compilation, die ihr dann auch noch seht. Aber vielleicht nicht unbedingt im Anschluss. Das ist dann auch ein anderes System. Ist dann aber auch wieder eine schöne, ich sag mal, schöne Cross-Plattform-Sache. Seid mal gespannt. Ich will das auch noch nicht spoilen, also hat so ein bisschen was von, wir gehen mal richtig back to basic des Kanals. Ja, das war's auch schon. Ich will auch diese Sachen relativ kurz halten, weil, gut, es gibt wesentlich bessere Versionen, wenn man Centipede spielen kann. Aber auf jeden Fall gab es Centipede auch auf dem C64. Also ihr könnt ja mal raten, was als nächstes kommt. Ich werde, um das relativ einfach zu halten, damit die Leute das auch wirklich erraten können, was fehlt, in alphabetischer Reihenfolge machen. Jetzt könnt ihr mal überlegen, was nach dem Buchstaben C kommt. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.